Es gibt eine einfache Möglichkeit, mit der dein Körper weniger Kalorien aufnimmt, ohne dass du auch weniger essen musst. Und das funktioniert auch, wenn die Kalorien von einem Tellerbrötchen kommen. Und dabei gibt es nur eine Sache, die du bei deiner Ernährung beachten musst. Und ich frage mich ehrlich gesagt, warum nicht schon viel mehr Menschen darüber sprechen. Eins vorab, du kannst das Wissen aus dem heutigen Video direkt in deinem Alltag nutzen. Du brauchst dafür keine teuren Sportgeräte oder irgendwelche Supplemente. Das, was eigentlich zu schön klingt, um wahr zu sein, beruht auf mehreren Studien und kann dir dabei helfen, auf einem einfacheren und angenehmeren Weg abzunehmen. Ich habe schon in einem anderen Video von mir darüber gesprochen, wie du quantitativ mehr essen kannst. Das heißt, wie du größere Portionen essen kannst und damit trotzdem schaffen kannst, abzunehmen. Heute soll es aber darum gehen, dass es wirklich eine Möglichkeit gibt, wie du tatsächlich weniger Kalorien aus deiner Nahrung aufnehmen kannst. Das bedeutet, dass du auf nichts verzichten musst, es dir aber einfacher fällt, ein Kaloriendefizit einzuhalten, was du natürlich brauchst, um langfristig deinen Körperfettanteil zu senken. Abnehmen ist anstrengend. Du brauchst ein Kaloriendefizit, um abzunehmen. Das bedeutet, dass du dich einerseits mit deiner Ernährung beschäftigen musst und andererseits ist Sport meistens auch nicht ganz so verkehrt, denn das erhöht grundsätzlich schon mal deinen Kalorienverbrauch, die Aktivität deines Körpers und damit wird das Kaloriendefizit entweder einfacher einzuhalten oder dein Kaloriendefizit wird dadurch größer und die Abnehmerfolge kommen schneller. Gerade uns Frauen kann aber genau das sehr, sehr schwer fallen, dadurch, dass wir durch unsere geringe Körpergröße insgesamt schon einen sehr geringen Grundumsatz haben. Das heißt, so eine durchschnittliche Frau hat vielleicht mal einen Kalorienbedarf insgesamt am Tag von 1800 Kalorien, wenn sie in einem Bürojob ist. Dazu musst du wissen, dass du, um ein Kilo reine Fettmasse an deinem Körper zu reduzieren, 7000 Kalorien einsparen musst. Das bedeutet, dass Männer grundsätzlich schon mal viel aggressiver an ihre Abnehmvorhaben rangehen können, da es ihnen nicht so schwer fällt, einen Defizit von 500 bis 600 Kalorien pro Tag einhalten zu können. Sie können also innerhalb von wenigen Wochen schon mal gut und gerne ein halbes oder sogar ein ganzes Kilo an reiner Fettmasse verlieren, dadurch, dass es ihnen möglich ist, ein größeres Kaloriendefizit zu fahren. Und es fällt ihnen leichter als Frauen, weil trotzdem noch einigermaßen normale Portionsgrößen dabei übrig bleiben, selbst wenn 500 bis 600 Kalorien eingespart werden. Bei einer Frau, die ohnehin schon nur 1800 Kalorien am Tag verbraucht oder benötigt, sieht das schon ganz anders aus, wenn wir davon jetzt 500 oder 600 Kalorien wegnehmen würden. Das würde immense Einschränkungen bedeuten, denn so ein großes Kaloriendefizit von 500 bis 600 Kalorien wäre ja prozentual ein viel größerer Anteil an unseren Gesamtkalorien am Tag. Somit wird es nahezu unmöglich, wenn wir nicht zu irgendwelchen Extremdiäten greifen oder irgendwelche Mahlzeiten auslassen, wovon ich dir auf jeden Fall abrate. Gerade aus dem Grund ist es für uns Frauen so wichtig, weitere Methoden zu nutzen, die richtigen Lebensmittel zu wählen, um effizient abnehmen zu können. Und das, ohne dass wir in solche Crash- oder Extremdiäten zurückfallen müssen. Und genau hier kommen die wissenschaftlichen Studien ins Spiel, um die es heute in diesem Video gehen soll. Die Frage, die hinter den Untersuchungen steckt, war, inwieweit die Lebensmittelauswahl den Fettverlust der Probanden beeinflusst. Und das unabhängig von der Zahl der aufgenommenen Kalorien. Denn das ist es doch, was uns an jeder Ecke aktuell vermittelt wird. Es kommt nur auf das Kaloriendefizit an. Heute zeige ich dir, dass es eben nicht nur auf das Kaloriendefizit ankommt, was eine gute Nachricht für dich ist. Erste Studie, die jetzt mal für den Anfang wichtig ist. Und keine Sorge, es wird hier nicht besonders kompliziert. Ich mache es wirklich super einfach, wie auch in allen meinen anderen Videos. Ist die Frage, welchen Einfluss hat der Konsum von verarbeiteten gegenüber unverarbeiteten Lebensmitteln? Wir haben hier zwei Gruppen. Die eine Gruppe erhielt eine ultraverarbeitete Ernährung und die andere eine unverarbeitete Ernährung. Das Spannende, was die Studie sehr vergleichbar in diesen zwei Gruppen gemacht hat, ist, dass die Mahlzeiten sehr ähnlich gestaltet waren. Das heißt, der Kaloriengehalt war gleich, die Makronährstoffverteilung war gleich, die Ballaststoffe, der Natriumgehalt und auch der Zuckergehalt beider Gruppen der Mahlzeiten war gleich. Den Teilnehmern wurde gesagt, sie können so viel oder so wenig essen, wie sie wollen. Und jetzt wird's spannend. Als erstes können wir schon mal feststellen, dass die Energieaufnahme bei der ultra hochverarbeiteten Ernährung grundlegend schon mal höher war im Vergleich zu einer unverarbeiteten Ernährung. Und das ist jetzt nicht so die super News. Die kommen aber noch. Die Teilnehmer mit dieser verarbeiteten Ernährung, die haben innerhalb von 2 Wochen ungefähr 1 Kilo zugenommen. Interessant wird es jetzt aber, wenn man weiß, dass auch die Teilnehmer einer unverarbeiteten Ernährung mehr Kalorien zu sich genommen haben, als sie eigentlich verbraucht haben. Sie haben aber die gleiche Menge in der gleichen Zeit abgenommen. Das heißt, sie haben 1 Kilo Körpergewicht in den 2 Wochen verloren. Die Frage ist aber, wo sind denn jetzt diese überschüssigen Kalorien hin? Dazu müssen wir verstehen, dass grundsätzlich die Gestaltung der Mahlzeiten ja gleich war, hatte ich ja gerade schon gesagt, Kalorien, Makronährstoffverteilung und so weiter. Aber die Ballaststoffe, die
dieser ultra hochverarbeiteten Ernährung künstlich zugefügt werden musste, stammte aus Supplementen. Die Ballaststoffe der unverarbeiteten Ernährung, die waren natürlich einfach in den Lebensmitteln mit drinnen. Wie du dir ja schon wahrscheinlich denken kannst, eine Pizza oder, weiß ich nicht, McDonald's-Menü hat jetzt nicht so super viele Ballaststoffe. Das heißt, die Probanden dieser Gruppe haben die Ballaststoffe eben künstlich zugefügt bekommen in Form von Ballaststoffsupplementen. Die Ballaststoffe haben sich hinsichtlich der unlöslichen bzw. löslichen Ballaststoffverteilung unterschieden. Denn die Gruppe, die das Ballaststoffsupplement bekommen haben, das waren nur wasserlösliche Ballaststoffe, wie es eben bei solchen Supplementen üblich ist. Die Gruppe, die sich unverarbeitet ernährt hat, die hat auch sehr, sehr viele wasserunlösliche Ballaststoffe über die Ernährung aufgenommen. Die Frage, die sich daraus ergibt, ist jetzt also, wie können denn Ballaststoffe und vorrangig wasserunlösliche Ballaststoffe dazu führen, dass du abnimmst, obwohl du eigentlich mehr Kalorien zu dir nimmst, als dein Körper gerade verbraucht? Und genau dazu gibt es auch noch ein paar spannende Studien und ich werde dir das jetzt alles ganz kurz und knackig zusammenfassen, was du daraus wissen musst. Es wurde tatsächlich festgestellt, dass gerade die Ballaststoffe eine entscheidende Rolle bei diesem Ergebnis gespielt haben. Ballaststoffe, die hauptsächlich in unverarbeiteten pflanzlichen Lebensmitteln stecken, haben die Fähigkeit, Kalorien im Darm zu binden. Das heißt, du nimmst die Kalorien zwar hier oben auf, aber dein Körper kann sie nicht verarbeiten und schaltet sie unten wieder aus. Dadurch reduziert sich die tatsächliche Kalorienaufnahme. Lass uns das jetzt mal ganz stark vereinfachen. Du führst Kalorien in deinen Körper ein, indem du zum Beispiel ein Nutella-Brötchen isst. Dein Körper ist jetzt aber nicht in der Lage, diese Kalorien zu verwenden. Normalerweise würde er die Energie, wenn du zu viele Nutella-Brötchen isst, einfach in Form von Reserven einlagern. Das ist das, was du dann als dein Körperfett irgendwann im Spiegel siehst. Aber in unserem jetzigen Fall würde er die Kalorien gar nicht einlagern können, sondern würde sie wieder ausscheiden. Das ist jetzt aber nur das Beispiel, um es dir näher zu bringen. Um von dem Effekt zu profitieren, müsstest du dich tatsächlich vorwiegend unverarbeitet und ballaststoffreich ernähren. In der Praxis würde das jetzt bedeuten, wenn du wirklich ein Nutella-Brötchen essen möchtest, dass du dann statt zu einem Weißmehlbrötchen mit sage und schreibe 0,9 Gramm Ballaststoffen für das ganze Brötchen eher auf eine Scheibe Vollkornbrot zurückgreifen solltest. Die hat nämlich das Fünffache an Ballaststoffen. Das heißt, Ballaststoffe sorgen nicht nur dafür, dass du insgesamt ein höheres und schnelleres Sättigungsgefühl hast, was wir eigentlich schon wussten, sondern sie sind auch in der Lage, Nahrungsfette zu binden, sodass unser Körper sie gar nicht aufnehmen kann. Sie werden nicht verstoffwechselt und werden einfach wieder ausgeschieden. Empfohlen werden für Erwachsene übrigens ungefähr 20 Gramm Ballaststoffe pro Tag, besser eher 40. Und die traurige Wahrheit ist, dass der Durchschnittsdeutsche nicht mal darauf kommt. Vielleicht fragst du dich jetzt, logischerweise habe ich auch gemacht, wie krass ist denn dieser Effekt? Können wir hier auch mal in konkreten Zahlen sprechen? Wie viele Kalorien kann ich dann durch wie viele Ballaststoffe einsparen? Und auch dazu gibt es schon Untersuchungen. In einer Studie wurde festgestellt, dass schon alleine der Verzehr von 20 Gramm Ballaststoffen, also das absolute untere Level, was uns empfohlen wird, zu einem Gesamtenergieverlust von 250 Kalorien geführt hat. Bei 48 Gramm Ballaststoffen führte das schon zu einem Gesamtenergieverlust von 400 Kalorien. Also wirklich ganz schön viel. Das heißt, wenn du pro Mahlzeit schaffen würdest, 16 Gramm Ballaststoffe zu dir zu nehmen, würde dein Körper einfach 400 Kalorien von allem, was du gegessen hast, einfach so wieder ausscheiden und nicht in Form von Fettpölzerchen einlagern. Du verlierst also einfach so mal wieder 400 Kalorien, einfach nur bedingt durch deine Lebensmittelauswahl. Scheinbar kommt es aber vor allem darauf an, dass die Ballaststoffe in deiner Ernährung enthalten sind und nicht über zusätzliche Supplemente aufgenommen werden. Wenn sie in deiner Ernährung enthalten sind, ist es aber auch jetzt nicht so wichtig, ob das jetzt lösliche oder unlösliche Ballaststoffe sind. Wenn du aber wirklich vermehrt von diesem Effekt profitieren möchtest, solltest du darauf achten, vermehrt unlösliche Ballaststoffe in deine Ernährung zu integrieren. Diese sind vor allem enthalten in Hülsenfrüchten, wie zum Beispiel grünen Bohnen, Linsen und Erbsen, Vollkornprodukten und braunem Reis, aber auch zum Beispiel Mandeln, Chiasamen und Leinsamen. Artischocken, Karotten, Spinat und auch Süßkartoffeln haben auch sehr viele unlösliche Ballaststoffe. Da es hier auf meinem Kanal vor allem darum geht, wie du auf einem gesunden Weg abnehmen kannst, wie du Fett verlieren kannst, ohne auch nur eine Kalorie zu zählen, habe ich jetzt hier noch einen extra Hinweis für dich. Ballaststoffe haben mehrere Effekte auf unseren Körper. Unter anderem, dass wir uns während des Essens als auch nach dem Essen schneller und vor allem auch langanhaltender satt fühlen. Zum Beispiel braucht der Körper auch länger, um ballaststoffreiche Nahrung zu verdauen. Das verbraucht zusätzlich Energie, da dein Körper länger und intensiver damit beschäftigt ist, die Nahrung zu verdauen. Und das sorgt auch dafür, dass du intuitiv weniger Kalorien aufnimmst, weil du dich
schneller und auch länger satt fühlst. Durch das Hinzufügen von ballaststoffreichen Lebensmitteln wird es dir also wesentlich einfacher fallen, ein Kaloriendefizit einzuhalten und dadurch wird es dir auch wesentlich einfacher fallen, gesund abzunehmen. Wenn es also jetzt mal Tage gibt, an denen du wirklich Bock auf ein Tellerbrot hast, dann go for it. Du weißt ja jetzt, dass du im besten Fall dann einfach statt dem Weißmehlbrötchen die Vollkornvariante wählen kannst und dass damit deinem Fettverlust trotzdem nichts im Weg stehen muss. Es geht beim erfolgreichen und gesunden Abnehmen nicht darum, dass du dir alles Mögliche verbietest, sondern es geht darum, die Mechanismen deines Körpers möglichst schlau und smart und effizient zu nutzen, damit es dir eben einfach fällt abzunehmen, dass du Spaß an deiner Ernährung hast und dass du dich gut fühlst. Daneben, wie viele Kalorien du zu dir nimmst, ist aber auch das Nahrungsvolumen einer der wichtigsten Sättigungsfaktoren. Und wie du das am besten ausnutzt, wie du große Portionen essen kannst, wie du Spaß im Essen haben kannst, wie du dich satt essen kannst und trotzdem dabei abnehmen kannst, das verrate ich dir hier in diesem Video.